Ist der Anton hier? So. Hallo? Was? Ja, jetzt ist ein bisschen schwierig anzufangen. Ich würde es einmal so drauf lenken. Jeder, so wie das vorhin auch erwähnt worden ist, jeder hat so seine Spezialgebiete, mit denen er sich auseinandersetzt. Manche sind in den letzten Wochen, Monaten auf Dinge draufgekommen, die einem richtig wütend werden lassen. Und lustigerweise ist, wie kommt man drauf? Der eine erzählt, ja, ich bin immer wählen gegangen und dann war das der Grund, wo ich auf gewisse Missstände aufmerksam geworden bin. Bei mir war es zum Beispiel das Interesse für Technik. Ich habe angefangen, alternative Techniken, hatte immer Ideen, Inspirationen, habe mich immer gewundert, warum kommt kein anderer auf die Idee? Das kann es doch nicht sein, dass ich vom Gefühl her so falsch liege. Und jetzt ist mittlerweile über ein Jahr vergangen und ich hatte meine Phasen, wo mir richtig schlecht wurde. Ich habe versucht, mit meiner Freundin darüber zu reden, mit Verwandten, mit meiner Familie, mit meinen Großvatern, super Sache. Aber irgendwie ist so das Gefühl, dass das ankommt, dass man ernst genommen wird, das fehlt total. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich würde... Was? Ja, na wurscht, okay. Wurscht. Es gibt auf jeden Fall solche Leute wie Viktor Schauberger, ein Dr. Holger Strom, ein Dr. Turtur, dann gibt es zum Beispiel einen Herrn Dr. Professor Hüter, Dr. Blichter und, und. Es gibt unzählige kluge Leute im deutschsprachigen Raum, die andauernd versuchen, schon seit 10, 15, 20 Jahren Lösungen für gewisse Probleme zu bekommen, sei es Energieprobleme, sei es mit unserem Konsumwahn, den wir haben. Jeder redet hier davon, er will die Welt verbessern, wir wollen im Frieden haben. Das Problem ist, der Frieden hängt von weitaus mehr ab. Das hängt schon vom kleinen Konflikt mit Nachbarn ab, bis hin zu dem, was für ein Suizid an unserer Natur begangen wird. Aber mit der Bestätigung bzw. mit dem Rückhalt der vorigen Generationen. Und unsere Generationen sind jetzt die, die jetzt vor einem Scheiterhaufen stehen, die aber auch irgendwie vielleicht den inneren Drang haben, Kinder in die Welt zu setzen, die vielleicht einmal sagen wollen, ich will, dass mein Kind gut geht. Aber so wie wir das bei mehreren Vorträgen schon gehört haben, ist das Problem, dass bereits Eltern Angst um ihre Kinder in der Zukunft haben und zum Beispiel Menschen wie ich, die vielleicht vorhätten, ein Kind zu haben. Ich meine, wir müssen Verantwortung für unsere Kinder übernehmen. Wie will ich dann Verantwortung für mein Kind übernehmen, wenn ich es in diese Welt stecke, wenn ich mich jetzt aber selbst nicht dafür hinstelle und sage, das kann nicht so weitergehen. Unsere Meere sind so verseucht. Egal, ob wir die Meere nehmen, egal, ob es der Raubbau an unseren kostbaren Metallen ist, egal, ob es die Chemielobby ist, egal, ob es die Pharmaindustrie ist. Ich habe mich mit so vielen Dingen auseinandergesetzt und ich muss ehrlich gesagt eins sagen, ich bin zum Pessimisten mutiert mittlerweile. Ich stehe hier, weil ich die Hoffnung habe und weil ich den Optimismus in den Augen gewisser Leute sehe. Aber das Problem ist, der Stein ist noch zu klein. Die Welle muss größer werden. 120 Städte, wo die Leute jetzt mittlerweile stehen in Amerika, fangen sie jetzt auch schon an, wir stehen da, schimpfen vielleicht über die Amis oder schimpfen vielleicht über gewisse Völkergruppen. Das Problem ist, in diesen Völkergruppen sind Leute, mit denen kann man sich ganz normal unterhalten. Und keiner von denen würde irgendwie wollen, dass man den anderen den Kopf einschlägt. Sie machen es aus Angst heraus. Sie machen es aus Angst über ihre eigene Existenz. Natürlich, wenn ich Angst haben muss, dass mir jemand meine Zukunft wegnimmt, dass ich meine Kinder nicht ernähren kann, dann kriege ich Aggressionen dagegen. Und ihr müsst einfach nur gegen diese Leute gefeit sein, die genau auf diesen Todpunkt ansetzen und versuchen wollen, euch dafür zu gewinnen, gegen irgendetwas vorzugehen, was aber im Grunde genommen, wenn man es genauer hinterfragt, genau die gleichen Empfindungen und vielleicht genau die gleiche Erwartungshaltung hat. Wenn wir Geld als allgemeines Problem ansehen, dann sollten wir etwas dagegen tun. Es gibt Systeme, die mittlerweile sich darauf umstellen. Aber es heißt im Endeffekt auch, wir müssen unseren Konsumwahn zwar eindämmen. Ich finde Computer super, wir können mit Computer viel machen. Aber dass Computer im Grunde genommen auch teilweise für die Umweltbelastung extrem negativ sind. Kunststoffelemente, die Metalle, die wir brauchen, die Produktion, dieses
scheinheilige Recyceln von Materialien. Das funktioniert doch bitte nur beschränkt. Redet es euch nicht gut. Wirklich, wenn ihr irgendwas bewegen wollt, dann fangt es damit an. Es gibt solche netten Supermärkte, die nichts mehr verpacken. Ich habe jetzt vor kurzem, da gibt es ein gutes Beispiel, gab es jetzt vor kurzem mal die Debatte, die Supermärkte wollen angeblich, haben erkannt, dass das Müllproblem so dramatisch ist und deswegen wollen wir umsteigen. Wer zum Beispiel Entwicklungen bei einem der größten Konzerne wie Rewe beobachtet, dass zum Beispiel die Verpackungen immer kleiner werden, was automatisch sukzessive heißt, dass man mehr braucht, aber wir im Endeffekt fast potenziell gesehen, also jetzt, wenn man jetzt rückwirkend auf die letzten 10 Jahre schauen, genauso viel zahlen, obwohl vielleicht nur die Hälfte drin ist, dann solltet ihr euch selber die Frage stellen, will ich dort unbedingt zu einer Supermarktkette gehen, die genau das bewirken will, dass ich noch abhängiger werde, wo die Tomaten nicht einmal mehr 2 Tage halten, wenn ich sie einkaufe? Stellt euch die Frage selber, wirklich. Ich wünsche euch dann in dem Fall noch einen schönen Abend. Vielleicht werde ich mich nochmal hinstellen und was sagen in die Richtung, man könnte viel sagen, aber ich denke mal, ihr wisst alle, auf was es ankommt. Nur mir fehlen einfach für das Ganze die Worte. In dem Sinne, schönen Abend noch. Tschüss. Und zwar in